Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin der Bernd von der Kochwerkstatt Wiesbaden und dem Areal 82. Steht auch hier drauf. Und ich wollte euch ganz kurz erklären, wie wir unsere leckeren Gänse zum selber fertig machen zu Hause. Wie man die zubereitet, sodass es auch glatt läuft. Ihr wisst, Gänsetaxi, ihr könnt bei uns eine Dithmarscher Gans, das ist hier so eine, im Vakuum bestellen für zu Hause. Und ich zeige euch jetzt, wie man das fertig macht. Wir starten mit der Gans. Ich habe die auseinander gemacht für euch. Brust, Keule, Flügel, ihr seht es. Das packen wir gleich im Backofen rein. Dazu haben wir ausreichend Soße. Das ist ja das Allerwichtigste, wenn es Klöße und Gans gibt. Die Klößchen sind auch schon gekocht. Die fliegen gleich ins Wasser, das ist ziemlich einfach. Und wir haben natürlich glasierte Maronen dazu. Und Omas Rotkohl. Und dann starten wir auch schon, und zwar hier drüben am Herd. Ich habe uns ein bisschen Wasser aufgesetzt. Und da kommt jetzt als erstes mal der Beutel mit der Soße rein. Dann kommt der Beutel mit den Maronen dazu. Weiter geht es dann mit den Kartoffelklößen. Die kommen ja hier so im Beutelchen und sind fast fertig gekocht. Die braucht man eigentlich nur aufschneiden und dann langsam ins Wasser werfen zu den Beuteln. Wenn die Jungs dann im Wasser schwimmen, also ihr seht ja, es ist echt super wenig Aufwand, dann kann man das gleich, sag ich mal, so nach 10 Minuten, Viertelstunde nehmt ihr das raus. Das Wasser muss so kurz unterm Siedepunkt sein. Die Klöße kommen nach oben und wenn die oben schwimmen, seht ihr gleich, dass das fertig ist. Bei dem Rotkraut, da gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Einmal, ihr könnt es einfach in den Topf machen und warm rühren oder ihr hängt den Beutel mit dazu. Ich wähle jetzt mal die Variante mit dem Warmrühren. Einfach Beutel aufschneiden und dann in den Topf geben. Und wenn ihr das jetzt schon riechen könntet, ne, das ist so toll. Das ist mit viel Gänseschmalz und Äpfeln gekocht. Wirklich tolles Rotkohl, so wie meine Omi das immer gemacht hat. Und ihr seht ja hier, das ist schon eine ordentliche Menge an Rotkohl. Der glänzt schön durch den vielen Gänseschmalz und den Apfel, der da drin ist. Und es ist ja natürlich Ehrensache, ne? Das ist kein Rotkohl irgendwie aus der Dose oder aus dem Glas, sondern den haben wir geschnippelt und stundenlang gekocht. Ganz schön langsam vor sich hingeschmort. Der ist fix und fertig, wenn er zu euch kommt, muss nur noch warm gemacht werden. Und die Gans, das Allerwichtigste, der Star des Abends, des Tages, des Mittags. Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine ordentliche Portion, da kannst du mit 4 bis 5 Leuten locker von essen. Ich habe mir ein Backpapier aufs Backblech gelegt und jetzt schneiden wir die Gans aus dem Beutel und lassen sie einfach hier drauf gleiten. Dann haben wir die beiden Keulen, die Brüste mit den Flügeln dran und das war's auch schon. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist ab in den Backofen damit. Jetzt kommt die Gans in den Backofen und zwar aufs mittlere Blech. Ich habe jetzt 160 Grad Umluft und da lassen wir sie drin für 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie stark euer Ofen ist. So, liebe Leute, während wir auf die Gans im Ofen warten, erzähle ich Ihnen kurz was darüber über die Qualität. Wichtig, bei uns nur Dithmarscher Gänse aus Norddeutschland ist so eine Erzeugergemeinschaft Dithmarsch. Da weiß man immer, welche Gans wirklich von jedem Bauern kommt. Die war nie gefroren und die sind auch in der Größe immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben das große Glück, dass unser Zulieferer uns die schönsten Tiere raussucht. Die sind nicht zu fett, nicht zu mager, also einfach perfekt. Dithmarscher Gänse, ihr könnt es gerne mal googeln. Ich schreibe euch auch noch mal ein paar Informationen dazu. Das ist das, was wir verwenden. Keine Tiefkühlgans aus Polen, die irgendwie nass gerupft wird und so. Also wirklich nur beste Qualität. Deswegen vielleicht auch ein kleiner Preisunterschied, aber man darf nicht vergessen, so eine Dithmarscher Gans kostet einfach das 5-fache von so einer handelsüblichen polnischen Hafermastgans oder ja, so eine ungarische. Ne? Also Dithmarscher, deutsche Gänse, super geile Qualität. Ich habe die Gans aus dem Ofen geholt. Komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran. Hört man das? Schön knusprig, Oberhitze zum Schluss, perfekt. Ich lege die nochmal hier rüber aufs Brett und wenn man dann noch hin und Schnitt durchmachen will, kann man die Brust super aufteilen. Dann kriegt auch jeder Stückchen Brust ab und ihr seht ja schon von der Menge her, das ist auf jeden Fall ausreichend von 4 bis 6 Personen. Ne? So, guck mal hier drüben, Rotkohl fertig, den füllen wir gleich ab, Klöße hier, pop, schwimmen oben, Soße ist heiß. Perfekt. Die Soße im Beutel, ein bisschen hin und her. Dann oben Ecke aufschneiden, mit der Schere, mit dem Messer, wie auch immer. Ganz einfach. Und dann in eine Sauciere füllen. Na, komm, trau dich. Jawohl. Und dann machen wir noch eine, weil, was ist das Wichtigste bei der Gans und Klöß? Da brauchen wir ordentlich Soße.
Ja, dasselbe machen wir mit dem Maron. Einfach oben abschneiden. Umfüllen. Schau mal, herrliche glasierte Maronen. Und dann richte ich das jetzt alles für euch ab und dann seht ihr gleich, wie das auf dem Tisch aussehen kann. Und da seht ihr es wunderschön angerichtet. Unsere ganze Dithmarscher Gans verzehrfertig für zu Hause mit feinen Kartoffelklößen halb und halb, Omas Rotkohl, einer kräftigen Gänsesoße, glasierten Maronen und dieser wunderschönen knusprigen Gans. Wenn das nicht einfach war zuzubereiten, dann weiß ich es auch nicht. Guten Appetit!